Feuer spucken? Ich habe Neuigkeiten für Sie, Schlaukopf. Es funktioniert nicht. Können wir das geschehen? Ja, kennen wir schon. Was ist falsch? Ja, das hier ist gut. Ja, das ist in der Tat sehr beschämend. Ich habe mich bei meinen Mutagenproben offenbar ein klein wenig verrechnet. Statt die Größe der Ameisen zu reduzieren, entwickelte die Brut nach dem Schlüpfen einen neuen Biomechanismus. Ich nenne ihre genetische Anomalie Pyrosis, die Fähigkeit, Flammen aus dem Körper heraus zu entfachen. Ähm, Vielleicht da war kann ein ich diesen Fehler Schreibfehler. beheben, aber mir fehlt meine Ausrüstung. Da stand Pyrosis. Intelligenz, ich bin schockiert. Das hätte zuerst kontrolliert getestet werden müssen. Also müssen nur noch die verbleibenden Ameisen getötet werden? Ein Fehler? Es sind Menschen draufgegangen, Lesko. Haha, und sie nennen sich Wissenschaftler? So eine typische Nelson-Aussage. Ist ja klasse. Können wir da. Ja, Ihre Intelligenz. Kenntnis experimenteller Methoden überrascht mich. Ja, ich habe einen Schritt ausgelassen und sofort eine ganze Brut modifiziert. Womöglich war ich zu voreilig. Ich war sicher, dass es klappen würde. Um diesen Fehler zu korrigieren, muss ich an mein Terminal und das Mutagen modifizieren. Wie kann ich helfen? Was brauchen Sie denn? So, Sie haben uns das eingebrockt, Doc. Löffeln Sie die Suppe selbst aus. Wie kann ich helfen? Da Sie mir Ihre Hilfe anbieten, erlauben Sie mir bitte, die ganze Sache ausführlich zu erklären. Mein tragbares Terminal ist in der Brutkammer in der Nähe der Ameisenkönigin. Wenn ich da rankomme, kann ich meine Arbeit am Mutagen fortsetzen. Ja, wenn Ihnen die Königin Sorge macht, warum kümmern Sie sich nicht direkt um sie? Ja, das kann man ganz schlau verstehen, indem wir die Königin einfach umbringen. Ja, hier steht's einfach. Ist doch dasselbe wie das, oder? Wenn Ihnen die Königin Sorge macht, warum kümmern Sie sich nicht direkt um sie? Ja, warum töten Sie die Königin nicht einfach und basta? Das ist das gleiche, nur anders formuliert. Sie wollen also, dass ich die Königin ausschalte, richtig? Ja, ich nehme mal das hier, weil ist alles drei dasselbe. Wenn sie in irgendeiner Weise verletzt wird, gehen die Daten von Monaten verloren. Ihr Ziel wäre es, ihr, wie soll ich sagen, Nestwachenquintett zu eliminieren. Widerliche kleine Biester. Und wie soll das bitte das Chaos rückgängig machen, das sie verursacht haben? Das soll die Feuerameisen. Feuer. Ja, toll. Das soll die Feuerameisen stoppen? Ich hoffe, das war's. Ich habe genug von Ameisen. Ja, wir machen ihn mal schuldig. Ich habe die Ausrüstung an mein tragbares Terminal angeschlossen, um einen sogenannten Hemmimpuls zu erzeugen. Dieser Impuls unterbricht die empathische Verbindung zwischen Ameisen und Königin. Im anschließenden Chaos töten sich die Ameisen gegenseitig. So, mehr gibt es nicht. Was meinen Sie? Wenn es die Ameisen daran hindert, Graditch niederzubrennen, bin ich dabei. Also der Name macht mir echt zu schaffen, ey. Falsch betont. Eine schwere Aufgabe, Doc. Mir fehlt da noch der nötige Motivationsschub. Mit Büchern kann ich mir keine neue Munition kaufen. Sie wollen Hilfe? Dann raus mit den Kronkorken, Einstein. Ich werde mich diesbezüglich wieder melden. Ja, wir machen es ehrenamtlich. Sie machen mit? Fantastisch. Seien Sie vorsichtig, mein Freund. Die Wächter des Nests können sehr gefährlich sein. Ja, meine Arbeit ist getan, Doktor. Das ist ein Dialog, wenn man fertig ist. Was können Sie mir sonst noch über die Feuermeisen sagen? Das Mutagen hat Ihre Stärke erhöht und Ihnen eine Fähigkeit gegeben, die ich Pyrosis nenne. Die Fähigkeit, auf biologische Weise Flammen zu Da steht's erzeugen. richtig. Oder meine Die ich das nur, Arme dass eben sind falsch recht da stand? strahlungsarm. Jedenfalls so strahlungsarm wie jede andere mutierte Kreatur im Land. Ja, im Vergleich dazu, wie Ameisen normalerweise aussehen. Wie sind Sie von der Größenmanipulation mit der aufs Feuerspeien gekommen? Gibt es irgendwas, das die Ameisen nicht abkönnen? Wie zum Teufel können Ameisen Feuer speien? Es Ja. ist schwer, genetische Codes zu manipulieren.
wissen Sie, dass nur eine winzige Mutation in den letzten Millionen Jahren uns total verändert hätte? Daher ist es wenig überraschend, dass der Versuch, sie zu verkleinern, dazu geführt hat, ihnen die Fähigkeit zur Pyrosis zu verleihen. Ja, abkönnen. Leider würden alle meine Ideen auch der ganz gewöhnlichen Gartenriesenameise schaden. Zielen Sie einfach auf die Fühler, falls Sie das können. Das wird Sie richtig durcheinander bringen. Wie zum Teufel Feuerspeien? Die Stimulation des Evolutionsauslösers durch das Mutagen erzeugt eine biodefensive Reaktion, die die Giftdrüsen der Ameise verändert. Dieser Prozess löst in den Giftmolekülen unerwartete Oszillationen mit so hoher Rate aus, dass eine thermodynamische biochemische Reaktion entsteht. Wenn das Testobjekt die flüchtige Lösung ausstößt, wird sie durch neue Strukturen im Maul, die ich als Verbrennungswerkzeuge bezeichne, entzündet. Erstaunlich, nicht wahr? Oh mein Gott, jetzt muss ich das Sprachniveau ein wenig senken. Ja, Arschgeburt, Pennerwichse. Ich hätte noch eine andere Frage. Ja? Was wissen Sie über Brian Wilkes? Er ist viel zu neugierig. Er hat mir seine endlosen Fragen oft ausgerechnet dann gestellt, wenn ich völlig in meine Berechnungen versunken war. Er hat keinen Respekt vor meiner Arbeit. Hätte ich auch nicht. Du hast seine Eltern offen gebissen. Können Sie für den Tod seines Vaters nicht die Verantwortung übernehmen? Kapieren Sie nicht, dass Sie sein ganzes Leben zerstört haben? Sie hätten ihm zumindest sagen können, dass Sie leben. Er dachte, er wäre allein. Alle Wissenschaftler übernehmen die Verantwortung für ihre Fehlschläge. Na, nicht jeder. Das bringt dieser Beruf nun einmal mit sich. Ich werde diese Experimente zu Ende führen, ohne mich auf das Podest der moralischen Unanfechtbarkeit zu stellen. Wenn ich es mir erlaube, mich von Gefühlen beeinflussen zu lassen, ist alle Zeit und Mühe, die ich aufgewendet habe, sinnlos gewesen. Ja, kapieren Sie nicht, dass Sie sein Leben zerstört haben. Du. Sie haben Ihre Ideale und ich habe meine. Ich bin hier unten, um meine Experimente um jeden Preis zu Ende zu führen. Wenn das heißt, dass wenige Leben geopfert werden müssen, um ganze zukünftige Generationen zu retten, dann ist das ein geringer Preis. Ja, bla bla. Ich kann es nicht riskieren, diesen Ort zu verlassen. Ich muss die Brutstätte ständig auf weitere Mutationen in der nächsten Brut überwachen. Ich habe keine Zeit für Kinder und ihre kleinen Spiele. Was wissen die denn überhaupt von der Bedeutung meiner Arbeit? Oh mein Gott, du Arsch. Ja? Wegen ihrer Experimente. Ja, die sind einfach fantastisch. Viele behaupten, es sei unmöglich, aber die werde ich eines Besseren belehren. Eingebildet ist er auch noch. Was ist der Zweck der Experimente? Ich hoffe, durch die Injektion meines Mutagens in ein Ameisenei die Größe der ausgewachsenen Ameisen zu reduzieren. Es handelt sich um ein Generationensystem. Es werden relativ viele Brutgenerationen nötig sein, bis die Ameisen ihre Zielgröße erreichen. Damit verfolge ich das Ziel, sie am Ende wieder so klein zu machen, wie sie vor über 200 Jahren gewesen sind. Mach du mal, wie genau kann ich das Mutagen zerstören? Vernichten? Oh nein, das geht nicht! Das oh nein! Nicht. Das ist mein Lebenswerk. Bahnen Sie mir einen Weg zu den Geräten und ich mache den Rest, sobald Sie sagen, dass es sicher ist. Ja, das ja? War's anscheinend. Ja, ich muss jetzt gehen. Eine Chance, meinen Fehler auszubügeln. Fantastisch! Ja, und er ist ja ziemlich stark bewacht hier unten mit so einer kleinen Pistole. Naja, wie angekündigt, werde ich hier Schluss machen müssen. 30 Minuten voll. Das war Let's Play Fallout 3, kommentiert von...